Hallo und guten Abend. Willkommen beim Fahrreport mit Berichten aus der Fahr, dem besonderen Stadtteil in Bremen. Sommerlich begrüße ich Sie von unserem Balkon. Sommerlich ist auch die Sendung. Zuerst ein Blick aufs Rennbahngelände, wo der Weg angelegt wird. Dann wird es interessant und lustig bei der Spiegelausstellung im Einkaufszentrum. Wie sieht es bei den Neubauten in der Gartenstadt aus und was wird dort gebaut? Das beantworte ich Ihnen gerne. Die Sendung verabschiedet sich mit dem Shantychor Bremen-Mahndorf. Es geht los. Die Arbeiten für den Weg über das Rennbahngelände haben begonnen. Die Fotos zeigen den Zugang vom Karl-Gördler Park aus. Auf der anderen Seite sind die Baumaschinen zu erkennen. In so manchen Büchern ist ein Spiegel in Wirklichkeit das Tor zu einer anderen Welt. Obwohl nur Glas mit einer Metallschicht versehen ist, haftet Spiegeln etwas Mystisches an. In der Ausstellung ist aber nichts mystisch. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in gleicher Weise eingeladen, an den verschiedenen Stationen zu experimentieren und sich über ungewöhnliche und neue Sichtweisen ihrer Umgebung Gedanken zu machen. Ob die Spiegelflächen kugelförmig, zylindrisch, wellenförmig oder einfach flach sind, ob das Licht einfach doppelt oder mehrfach reflektiert wird, alle Phänomene lassen sich allein mit dem bekannten Reflexionsgesetz erklären, sind spannend und lustig, wenn man mit ihnen experimentiert. Also beim Hohlspiegel ist es so, dass der Hohlspiegel nach innen etwas geneigt ist. Also der ist sozusagen in die Mitte ein bisschen weiter reingedrückt. Sodass es eine Verzerrung darstellt und man in verschiedenen Entfernungen verschieden groß im Spiegelbild ist. Und man soll mit diesem Hohlspiegel rausfinden, an welcher Entfernung dein Spiegelbild am größten ist und in welcher Distanz es am kleinsten ist. So. Also der Streifenspiegel ist, dass es immer einen Streifen mit Spiegel gibt und einen Streifen sozusagen, der ohne Spiegel ist und man sich dann immer so abgeschnitten sich selber sieht und dann den gegenüberen Mann für diesen Streifen und dann wieder sich selber und dann wieder den anderen, sodass man sozusagen zweigeteilt ist, immer ein Stück man selber, ein Stück jemand anderes und das funktioniert natürlich am besten, wenn man gleich groß ist oder gleich breit und dann sieht man sich sozusagen halb so, halb so, halb so und halb so. Und wenn es nicht geht, kann man auch drunter durchgehen und sich dann drunter stellen. Dann sieht man den Effekt. Also der Sinn vom begehbaren Kaleidoskop sozusagen ist, dass es drei Spiegel sind im Inneren, die aufeinander zeigen und sozusagen immer das Spiegelbild weiter spiegeln und sozusagen dann ein unendliches Spiegelmeer von sich selbst zeigt, von vielen verschiedenen Winkeln. Das ist es. Wenn Sie jetzt einmal da reingehen, kriege ich dann den Effekt vielleicht hin? Stimmt. Also der Sinn hinter dem Blick in die Unendlichkeit ist, dass man auch wieder durch diese Gucklöcher guckt, für jede Größe wieder, und man dann da reinguckt. Und der Spiegel auf der anderen Seite wieder den Spiegel spiegelt, der hier auf der Rückseite ist und auch wieder einen Blick in die Unendlichkeit gibt. Das ist quasi das begehbare Kaleidoskop in kleiner Form. Und mit zwei Spiegeln anstatt drei. Das heißt weniger Winkel, sondern einfach der weite Blick in die Unendlichkeit. Der Spiegel, da sieht man das so schön. Ich kann das irgendwie nicht. Ich habe hier lange geübt. Spiegelverkehrt. Genau, es ist spiegelverkehrt. Spiegelsäule, da ist der Sinn dahinter mit dem Kamm in den
Sand zu zeichnen, sodass der Name andersrum dargestellt wird. Ich bin da drinnen nicht gut. So ungefähr. Also mein Name ist Sonja. Und wenn man dann hier in den Spiegel guckt, ist es einigermaßen symmetrisch und einigermaßen richtig. Versuchen, ihren Namen da rein zu schreiben. Versuchen es dann immer zuerst richtig rum und wundern sich, warum es dann falsch rum ist. Da muss man immer zur Hilfe kommen, man muss das andersrum schreiben, damit es im Spiegel richtig rum dargestellt wird. Kleine Kinder verstehen das halt noch nicht so gut. Und dann verstehen sie es meistens, aber haben immer noch Schwierigkeiten. Aber ist normal, ich bin da drin auch kein Profi, obwohl ich lange geübt habe. Nee. Ja, das ist ja das Richtige. Das ist das Richtige, also ist so. Dafür. Ja? Dann muss man so weiterschreiben. Es ist schwer, es ist nicht leicht. Wenn man von mir jetzt mit den Augen drauf guckt, sieht man die Bonbons sozusagen drauf liegen, anstatt im Spiegel. Weil es durch diesen runden Spiegel, der da drin eingebaut ist, sich so reflektiert, dass es oben drauf liegt, obwohl es gar nicht tut. Es ist wieder Malen. Das ist die größte Attraktion für Kinder, weil sie malen dürfen. Der Sinn dahinter ist, hier unten mit dem Stift reinzugehen und hier oben in den Spiegel zu schauen. Hier oben ist ein Spiegel eingebaut. Mit dem, nur durch den Blick in den Spiegel den Zwischenraum des Sterns nachfahren zu können. Ich bin da drin wieder nicht gut. Aber so ungefähr. So ungefähr soll es aussehen. Ich bin da drin kein Profi, wie man sieht. Ist ja auch ganz gut hier. Ja. Den Weg haben Sie geschafft. Der Weg ist geschafft, ja. Man muss den Strich sozusagen in die entgegengesetzte Richtung machen, wo man es eigentlich vermuten würde. Ja. Und das ist immer das Schwierige. Kinder vor allen Dingen haben damit schwer, ihre Probleme umzudenken. Ich auch noch. Obwohl ich hier schon eine Woche stehe und immer fleißig selber ausprobiere. Aber es ist nicht so leicht, wie man immer denkt. Wenn man reinschaut, ist es ähnlich wie der Blick in die Unendlichkeit oder das begehbare Kaleidoskop. Dadurch, dass der Spiegel von der linken Seite den Spiegel von der rechten Seite spiegelt, entsteht wieder so eine Art Blick in die Unendlichkeit, nur größer. Und das Gleiche kann man auch von oben nach unten. Ja, also der Sinn von diesem Exponat ist, dass die drei Spiegel, die in alle drei Richtungen zeigen, sich eben auch widerspiegeln und dadurch wieder immer mehr und immer mehr und immer mehr Spiegelbilder von einem entstehen und man dadurch sehr viele sich selbst sieht, sehr viele Spiegelbilder von sich sieht. Und das funktioniert mit allem, mit dem Gesicht, man kann auch die Hände reinhalten, sieht man die Finger ganz oft, alles auch. Meine Hände sind. Ja, hallo. Also, der Zylinderspiegel ist wieder ähnliches Prinzip wie der Hohlspiegel ganz am Anfang. Ein Spiegel ist drinnen so weit gewölbt über einen kompletten Halbkreis, dass er das Spiegelbild von sich komplett verzerrt und dadurch einen breiter oder schlanker aussehen lässt. Egal auf welcher Seite man guckt, ob man von hier reinguckt, auf der anderen Seite ist auch noch ein Spiegel. Und dann sieht man entweder breiter oder schlanker aus. Und vielen wird auch leider ein bisschen dusselig, wenn man da reinsteigt. Ich selber auch. Ich bin da nicht so gut drin, dann kriege ich Kopfschmerzen und so, weil es wirklich sehr viel Eindrücke auf einmal ist und nicht das, was das Hirn gewohnt ist. Und manche Gehirne können das nicht perfekt umsetzen, was sie denken, was man da sieht. Also das ist dann immer, manche kriegen da ein bisschen Kopfschmerzen bei, wo ich dazu gehöre.
ich kann das nicht gut. Ich stelle mich da nicht gern rein. Hier kann man gut stehen bleiben und hier tut es auch nicht so weh. Hier ist man auf einmal schön schlank. So wäre ich gerne in echt. Auf ein Kind. Schön wär's. Jawohl. Das Exponat heißt Spionspiegel. Und hier in diesem verdunkelten Fenster ist irgendwo eine Kamera versteckt. Und das, was die Kamera aufnimmt, wird auf diesem Bildschirm hier übertragen. Und man soll dadurch herausfinden, wo in diesem verdunkelten Glas die Linse ist. Viele Kinder machen es einfach rüberwischen, bis der Finger angezeigt wird. Und dann denken, ah, da ist er. Und um sicher zu gehen, kann man den Knopf da drücken. Und dann wird es hell und man kann die Linse erkennen. Das ist der Drehspiegel, der seitenrichtig ist. Das heißt, man sieht sich in dem Spiegel, so wie man in Wirklichkeit ist. Und nicht wie ein Spiegelbild dich anzeigt, seitenverkehrt. Er zeigt dich seitenrichtig an. Und man schaut rein und wenn man dreht, steht man auf einmal auf dem Kopf und steht wieder gerade. Das machen sehr viele. Man sieht sich also so, wie man in einen normalen Spiegel auch reinschaut. Und hier ist genau das Gegenteil zu sehen von dem Spiegel. So viel man sich dreht, so viel der Spiegel sich dreht, das Spiegelbild bleibt gleich, weil es ein normaler Spiegel ist. Hier haben wir Verzerrung in einer anderen Form. Jetzt habe ich ein langes Bein. Ja. Bei der grünen Hexe ist es so, wir haben hier bunte Wörter und schwarze Wörter. Wir haben hier eine kleine Spiegelsäule drin. Wenn man dieses Brett hochnimmt und durch diese Spiegelsäule durchschaut, merkt man, dass die schwarzen Wörter nicht gespiegelt werden, aber die bunten schon. Und dadurch soll man rausfinden, warum das so ist. Bike, es bleibt normal und fast wird einmal umgedreht. Genau das gleiche mit der grünen Hexe. Die bleibt gleich, Hexe bleibt gleich, grüne ist kopfüber. Soll ich auch die Lösung sagen, oder? Ja, noch. Ja, der Kristallturm ist dafür da, es sind drei Spiegel hier drin. 1, 2, 3. Und die spiegeln sich natürlich auch wieder, aber an anderen Winkeln, wie zum Beispiel das große Kaleidoskop oder der Blick in die Unendlichkeit oder das begehbare Kaleidoskop. Und man soll rausfinden, in welcher Position man sich in den Spiegel stellen muss, damit das Spiegelbild richtig aussieht. Wie es normal aussehen würde, wenn man in einen normalen Spiegel zu Hause guckt. Und das ist nicht so leicht. Ist auf jeden Fall eine sportliche Aktion. Es ist toll, was man mit dem Spiegel alles machen kann, nicht? Ja, der ist auf jeden Fall nicht für zu Hause gedacht, auf jeden Fall. Den sollte man nicht zu Hause stehen haben. Den ich gern zu Hause hätte, ist auf der anderen Seite. Der ist toll, den hätte ich gern zu Hause. Da wird man schön groß und schön schlank, aber hier wird man klein und breit. Man hat ganz kleine, stumme Beinchen, man wird so ein bisschen so zum Zwerg. Mein Gott, Walter. Da ist man teilweise kopfüber, dann wieder gerade und wieder klein und breit. Und was alle immer witzig finden ist, wenn man in einer bestimmten Größe ist, sieht man oben in der letzten Welle nur so seinen Kopf, wie er sich von oben und unten spiegelt. Sieht man auf einmal so einen Haarball da oben fliegen. Dadurch kann man gut die Augenfarbe identifizieren.
Mit Blick auf die baulichen Potenziale in ihren Quartieren der 1950er und 1960er Jahre hat die Gewoba vor über 10 Jahren den Ideenwettbewerb Ungewöhnlich Wohnen ausgelobt. Das Ziel, Neubauten zu entwickeln, die den Wohnungsbestand um neue, preisgebundene und barrierefreie Grundrisstypologien ergänzen und auf unterschiedliche Standorte übertragbar sind. Mit dem Bautypen Bremer Punkt und Tarzan und Jane hat das Unternehmen seit 2014 dieses Konzept an verschiedenen Standorten in Bremen umgesetzt. Der Bautyp Tarzan und Jane ist nach 5 Standorten in Huchting mit 2 weiteren Standorten in der Gartenstadt Pfarr nun in Serie gegangen, hier mit einer Anpassung der Geschosszahl. Es geht darum, Module zu entwickeln, die als Neubau oder Erweiterungsbau den vorhandenen Bestand einbeziehen und ergänzen, ihn städtebaulich aufwerten. Mit dem Ziel, Neubau als bezahlbaren Wohnraum zu realisieren, steht die serielle Umsetzbarkeit in der typischen Siedlungsstruktur der 1950er und 1960er Jahre ebenfalls im Fokus des Wettbewerbs. Eines der Projekte, die von der Jury für die weitere Entwicklung empfohlen werden, ist der Bremer Punkt. Dabei handelt es sich um eine punktuelle bauliche Ergänzung vom Architekturbüro Linn aus Berlin. Zwischen Wettbewerb und Realisierung liegt in der Folge ein arbeitsintensives Verfahren. Die konzeptionellen Ansätze aus dem Wettbewerb sind in ein machbares Projekt zu übersetzen, technische und wirtschaftliche Standards zu definieren. Parallel findet vor dem Hintergrund der limitierten räumlichen Potenziale ein öffentlicher Aushandlungsprozess über Flächen und den städtebaulichen Maßstab statt, wobei auch Befürchtungen der Bewohner vor Veränderungen im Wohnumfeld und vor neuen Nachbarschaften auszuräumen sind. Mit dem Bau der ersten baugleichen Prototypen Bremer Punkt wurden wertvolle Erfahrungen im Planungs- und Realisierungsprozess gesammelt. Bei der weiteren Entwicklung stehen die energetische Optimierung, mögliche Konstruktionsvereinfachung sowie eine ökologische und wirtschaftliche Bauweise im Vordergrund, zum Beispiel durch die Steigerung des Vorfertigungsanteils zugunsten einer verkürzten Bauzeit vor Ort. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird der Bremer Punkt optimiert und erlangt die Serienreife. Der serielle Bautyp Bremer Punkt ergänzt den vorhandenen Wohnungsbestand um neue, insbesondere barrierefreie Grundrisstypologien. Die flexible Kombinierbarkeit der vielfältigen Grundrisstypen ermöglicht es, das Quartier mit bedarfs- und standortgerechten Neubauten vorzuschreiben. Die Gewoba realisiert in der Winsener Straße, der Heidmarkstraße und der Bispinger Straße 3 Bremer Punkte mit 28 barrierefreien 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Der Bremer Punkt bietet hochwertigen und zugleich bezahlbaren Wohnraum. Mit den Neubauten erweitert die Gewoba ihren Wohnungsbestand im Stadtteil und begegnet damit der Nachfrage nach barrierefreien und vielseitigeren Wohnungstypen. Es geht darum, dass ältere Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil wohnen bleiben können und ein bedürfnisgerechtes Angebot in ihrer Nachbarschaft bekommen. Aber auch Familien und Singles finden hier ein passendes Angebot. Das Konstruktionskonzept sieht ein modulares Baukastensystem vor, bestehend aus Deckenelementen, Fassadenmodulen, Stützen und Trennwänden. Diese Bauweise ermöglicht einen hohen Vorfertigungsanteil. Die Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterungsbedingungen sind auf ein Minimum reduziert. Das Baukastenprinzip gewährleistet eine minimale Baustelleneinrichtung und ermöglicht eine Errichtung des Gebäudes in kürzester Zeit. Damit wird die Störung des Wohnumfeldes gering gehalten. Zudem zeichnet sich der konstruktive Holzbau durch eine hohe Maßgenauigkeit aufgrund der präzisen, automatisierten Vorfertigung aus, bedient sich eines nachhaltigen, klimafreundlichen Baustoffs und erreicht mit der Gebäudehülle nahezu Passivhausstandards. Die frei zusammensetzbaren Grundrisse bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Das Spektrum der Wohnungstypen reicht vom Einzimmer-Apartment mit 30 Quadratmetern bis zur Familienwohnung mit 140 Quadratmetern. Wohnen und Arbeiten sind ebenso möglich wie Angebote für vielfältige Familienkonstellationen, für den Single-Haushalt oder die Wohngemeinschaft.
Die variablen Grundrisszusammensetzungen bieten damit einen hohen Grad an Flexibilität und zeitgemäße Wohnlösungen für eine vielfältige Bewohner- und Nutzerstruktur. In der Bremer Punkt-Grundrissfibel wird auf rund 50 Seiten dargestellt, wie verschiedene Wohnungstypen zu über 60 unterschiedlichen Geschossvarianten kombiniert und diese nahezu beliebig in den vier Geschossen des Gebäudes gestapelt werden können. Im Inhaltsverzeichnis sind alle verfügbaren Grundriss- bzw. Wohnungstypen übersichtlich aufgelistet. Grundsätzlich sind je Etage bzw. Geschoss eine, zwei oder drei Wohnungen möglich, je nach gewähltem Wohnungstypen. Das Erschließungsprinzip passt auf Ein-, Zwei- und Dreispännerlösungen. In einem Bremer Punkt können somit mindestens vier Wohnungen bis maximal 11 Wohnungen zahlreiche unterschiedliche Wohnungsmixe kombiniert werden. Lediglich im Erdgeschoss muss die Notwendigkeit eines Hausanschlussraumes und von Abstellräumen berücksichtigt werden. Kurz gesagt, es gibt zwei Elemente, die nicht veränderbar sind. Das ist die Außenhaut, bei der nur Balkone variieren können, und das Treppenhaus, in dem auch die Versorgungsleitungen untergebracht sind. Nach den Plänen des Architekturbüros Sprengler-Wischolek aus Hamburg entstehen an der Wilsieder Bergstraße 41 preisgebundene und 21 preisfreie 2- bis 4-Zimmerwohnungen. Die zwei 6- bis 8-geschossigen Baukörper werden mit verglasten Laubengängen miteinander verbunden. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei, zwei Wohnungen auch rollstuhlgerecht geplant. Der Zugang zu den Wohnungen erfolgt ebenfalls barrierefrei über den Aufzug oder über das Treppenhaus. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse und sind mit bodengleichen Duschen sowie mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Auf dem Dach von Jane entsteht eine gemeinschaftlich nutzbare Terrasse für alle Hausbewohnerinnen und Bewohner. In der Tiefgarage besteht die Möglichkeit, einen Stellplatz für den eigenen PKW anzumieten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt klimafreundlichen Strom. Im Erdgeschoss ist eine Tagespflege vom Verein Martinsclub Bremen sowie eine Wohngemeinschaft für Menschen mit komplexem Hilfebedarf geplant. Die beiden Gebäude entstehen zudem energieeffizient im KfW 55 Standard. Die preisgebundenen Wohnungen werden zu einer Kaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter voraussichtlich ab Ende 2023 vermietet. Keine Angst, ich klaue hier nicht die Noten. Ja, nicht so wie letztes Mal. Nicht? Nein, ich wechsle nur das Pult. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ja, bei dem nächsten Lied, da darf ich mal aus meinem letzten Urlaub berichten. Einige wissen das ja, ich fahre gerne ja mal nach Holland, beziehungsweise nach Ameland rauf. Und das eine Lied, ich wollte es ja nicht wieder singen, weil ich dann immer Ärger zu Hause kriege, aber auf Wunsch einer einzelnen Dame singe ich dieses Lied heute. Für dich, mein Schatz. West, Südwest von Ameland. Südwest von Ameland, wo sich die Honig riecht, da fängt man Schollen und anderen Fisch, doch schöne Mädchen nicht. Ich dachte, dass es an den Wolken hing, es saß auf einer Klippe. Saß eine Kuh und die war ganz blau.
du dann sehen, was sie da tut. Sie hat sich nur gesonnt. Vorsänger gesungen. Ich glaube, das ist ähnlich. Ich darf das auch mal erklären, weil wir haben es lange nicht im Programm gehabt. Fare thee well, my own true love ist Englisch. Ich übersetze das mal. Da beklagt der Vortragende. Heute wird das unser Fritz sein. Ist er da? Schon abgehauen? Nee, doch. Der beklagt den Abschied von seiner Liebsten, denn er geht auf einen irre langen Term bis nach Kalifornien, verspricht aber bald wieder da zu sein. Ja, tolle Versionen gibt es davon dann von den Dubliners, ne? Und eine noch bessere gibt es jetzt von uns mit unserem Fritz, The Leaving of Liverpool. Farewell to Quincy's landing stage, we're on the sea, fare thee well. For California, a place I know quite well. So fare thee well, I know the world, that having turned the night in England, it's not the living of Liverpool, it's living with me, but I ride and I stay, Der Fahrreport ist Informationssystem im Fernsehen und im Internet für und über die Fahr. Willkommen ist jeder, der etwas Interessantes zu berichten hat. Den nächsten Fahrreport sehen Sie am 6. Dezember, wie gewohnt, um 18.45 Uhr. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Zeit.